Hier im Hochland von Graversirea ist es vielleicht das letzte Mal in diesem Jahr, dass die Herbstsonne die Hügel in starkem Rot aufleuchten lässt. Im Schatten der kürzlich renovierten katholischen Kirche spielen Kinder aus der nahen Schule Fußball. Die Renovierung dieser mittelalterlichen Kirche ist mehr als nur eine Restauration. Es ist ein Symbol. Es ist der Stolz der Einwohner in diesem Teil des Kosovo. Es ist ein Zeichen dafür, dass sich der eiserne Griff des Islam und des Kommunismus endlich gelöst hat. Familien, die früher ihre christliche Identität unter der Bedrohung von Tod und Verfolgung verbergen mussten, können nun ihren Glauben offen leben. Heute können sich die Kinderpfarrer Robert, der sie für die erste heilige Kommunion vorbereitet, ohne Angst nähern. Es gibt ein Gefühl der Rückkehr, der Heimkehr. Das Dorf Graversirea gehört zur Stadtgemeinde Marijevo. Es ist eine arme Region. Viele Einwohner arbeiten außerhalb. Diejenigen, die bleiben, kommen kaum über die Runden. Aber trotz der Armut sind die Einheimischen stolz auf ihre großzügige Gastfreundschaft. Der Besuch ihres neuen Pfarrers ist für jede Familie eine große Ehre. In Begleitung von Schwestern besucht Pfarrer Robert das Heim von Imer Bitucci. Vor kurzem hat Imer die Taufe empfangen und bald werden auch seine Kinder getauft. Mein Vater hat mir einmal gesagt, dass wir alle Katholiken waren. Und das bin ich jetzt auch geworden. Ich habe 20 Jahre in Slowenien gelebt und bin dort immer in die Kirche gegangen. Keiner meiner Arbeitskollegen hat mir daraus ein Problem gemacht. Alle sind sie zu meiner Taufe gekommen. Imers Familie gehört wie viele Menschen aus den Bergen des Kosovo einer Untergrundgemeinde an, den sogenannten Kryptokatholiken. Kosovo-Albaner nennen sie Jaramani oder Chamäleon. Dieses Phänomen auf dem Balkan stammt aus dem 15. Jahrhundert, der Ära des Ottomanischen Reiches. Unter dem Druck und Terror der Türken konvertierte die Mehrheit der Kosovo-Albaner öffentlich zum Islam. Allerdings praktizierten einige von ihnen in den abgelegenen Bergdörfern im Schutz ihrer Häuser ihren katholischen Glauben weiter. Sie hielten an der Hoffnung fest, eines Tages wieder öffentlich über die Schwelle ihrer Kirche treten zu können, ohne Angst vor Repressalien. Der Kryptokatholizismus manifestierte sich mehr oder weniger in einem äußeren Schema, nicht im Kern. Um den Auswirkungen der Sektenabgaben, den Unruhen, der Gewalt zu entgehen. Die, die Kryptokatholiken wurden, hielten sich weiter an kirchliche Bestimmungen und feierten Liturgie, aber versteckt. Sie konnten das nicht öffentlich tun. Ismet Sopi kommt aus dem Dorf Lapuschnik bei Drenica. Er ist Journalist und besitzt eine lokale Radiostation. Wie viele Kryptokatholiken ist er stolz auf seine Vorfahren, die trotz des türkischen Terrors am christlichen Glauben in der Familie festhielten.
Für uns Kryptokatholiken wurde zu Hause weithin sowohl der Islam wie auch der katholische Glaube praktiziert. Der Islam kam meist durch die muslimischen Frauen, die in unsere Kultur einheirateten, die, solange ich mich erinnern kann, katholisch geprägt war. Zu Hause kannten wir das Weihnachtsfest, Ostern, Himmelfahrt und die anderen großen Feste. Wir zündeten eine Kerze an, machten das Kreuzzeichen und beteten. Wir feierten auch Bayram und Weihnachten und Ostern wurden eher symbolisch gefeiert. Beerdigungen hielt der islamische Geistliche. In diesem Sinne war die Treue der Albaner zur und die Hingabe an die Kirche ungebrochen. Bischof Gjergji erinnert an diese tiefen historischen Wurzeln. Wir können sagen, dass die katholische Kirche eine apostolische ist. Die Kirche des heiligen Paulus und die Albaner sind biblische Gestalten. Wir wissen, dass der heilige Paulus an die Römer geschrieben und den Illyrern das Evangelium gepredigt hat. So brachte er die Bibel zu den Illyrern. Die Albaner waren der katholischen Kirche und der Lehre der Apostel bis zur Ankunft der Türken immer treu. Ab dem 16. Jahrhundert und besonders nach dem 17. Jahrhundert gab es eine Islamisierung der albanischen Bevölkerung und die Mehrheit trat über. Trotzdem, obwohl sie übertraten, gaben sie ihren katholischen Glauben nie auf. Diese Verbindung mit der katholischen Kirche passte vielen Regimen und Feinden der Albaner nicht. Im gesamten 20. Jahrhundert war es im Kosovo politisch inkorrekt, die starke historische Verbindung mit der katholischen Kirche hervorzuheben. Überall im Land gibt es jedoch archäologische Funde aus dem frühen Christentum, die jedoch aufgrund des politischen Regimes noch nicht ausgegraben wurden. Einer der wenigen Plätze, wo bis heute zumindest Teile ausgehoben wurden, ist Ulpiana, 4 Kilometer von Pristina, der Hauptstadt des Landes. Dort findet man Überreste der frühen christlichen Diözese. Ich wurde als Muslim geboren. Ich weiß aber, dass meine Vorfahren Katholiken waren, richtige Katholiken, denn ich habe einige Dokumente recherchiert in Dubrovnik, in Venedig und in Rom. Einer meiner Vorfahren war Bischof von Shkodra und wurde 1691 gepfählt. Es ist interessant, dass die Kirchen während Ostern und anderen Festtagen voll sind von Muslimen. Dieses Phänomen im Christentum und das Wiederentdecken seiner Wurzeln ist ein Phänomen, sich selbst zu erkennen. In den albanischen Familien wird darüber diskutiert, auch in den Bars und Cafés. Das ganze albanische Volk diskutiert über seine religiösen Erfahrungen und findet heraus, was das Beste für sie ist. Sie wollen entscheiden. Ich spreche von einer Re-Christianisierung und einer Re-Islamisierung des albanischen Volkes, denn es geht gleichzeitig in beide Richtungen. Es gibt Menschen, die getauft werden, die zurückkehren und öffentlich ihren katholischen Glauben bekennen wollen. Sie lassen den Islam nicht hinter sich, vielmehr realisieren sie, dass sie niemals wirkliche Muslime waren. Erst jetzt können sie öffentlich darüber reden.
Schon in den 90er Jahren haben wir versucht, unseren Glauben zu beleben. Denn die Jungen vergaßen immer mehr, dass sie zum Christentum gehören. Dann aber kam der Krieg und wir konnten es einfach nicht. Jetzt hat das Kosovo seine Unabhängigkeit ausgerufen und wir entschieden uns, offen zu bekennen, was wir fühlen, damit die ganze Welt weiß, dass wir Christen sind. Toleranz gegenüber der anderen Religion im Volk und in der Familie war für die Kryptokatholiken überlebensnotwendig. Agron Pitucci, Professor an der Kunstakademie in Pristina, erinnert sich. Ein Kind von Eltern mit unterschiedlichem Glauben zu sein, ist etwas Außergewöhnliches und ganz Besonderes. Denn ich weiß nicht, was es bedeutet, einen anderen Glauben zu hassen. Meine Mutter hat meine Entscheidung, zu konvertieren, mit großer Leichtigkeit aufgenommen. Sie wusste, welche Richtung ihr Kind einschlagen würde, und wir konnten frei entscheiden. Es spielt keine Rolle. Ich liebe und respektiere meinen muslimischen Onkel, so wie jeden anderen, der kein Christ ist. Die Zeit der Islamisierung im Kosovo dauerte 3 Jahrhunderte. Ein Teil der Bevölkerung konnte widerstehen und aus diesem kleinen Kern wuchs die katholische Kirche auf insgesamt 65.000 Gläubige, 47 Priester und über 100 Schwestern in den 24 Pfarren im Kosovo. Die Kirche erlebt ein dynamisches Wachstum und hat die meisten Berufungen in Europa. Die größte Konzentration von Katholiken im Kosovo ist in Gjakova, einer kleinen Stadt im Westen. Einer der eindrucksvollsten Momente in der Pfarrei ist das Fest des heiligen Paulus. Die Gläubigen versammeln sich jedes Jahr um den Heiligen und die Anfänge des Christentums mit einer Prozession im Anschluss an die heilige Messe zu feiern. Nach so vielen Jahren in den Katakomben sind sie froh, dass sie ihren Glauben nicht mehr verstecken müssen. Das Leben der katholischen Kirche hier änderte sich 1999, als eine neue Ära begann, in der die Gläubigen ihren Glauben frei bekennen konnten. Sie konnten ohne Angst beten und öffentlich in den Medien auftreten. Wir konnten mit unserem Präsidenten direkte Beziehungen aufbauen und es wurde uns erlaubt, uns auszubreiten, soweit wir wollten. Eine der blutigsten Perioden der Geschichte der Kosovo-Albaner war Ende der 90er Jahre. Die letztendliche Auflösung von Jugoslawien fand in dieser Region statt. Durch die Intervention der NATO 1999 kam die jahrhundertelange Einschüchterung des Großteils der albanischen Bevölkerung durch Serbien zu einem Ende. Die Tür stand nun offen für die lang erwartete Unabhängigkeit des Kosovo. Heute ist das Kosovo ein Ort der Hoffnung auf einen guten Neuanfang. Das Wort Unabhängigkeit wird mit einem Lächeln der Mehrheit der Einwohner, dem jüngsten Staat in Europa, ausgesprochen. Über 2 Millionen Einwohner, das sind 90% dieser früheren autonomen Provinz von Jugoslawien, sind Albaner. Das Kosovo hat die jüngste Bevölkerung in ganz Europa. Über die Hälfte ist unter 26 Jahre alt. Die Situation ist